Derzeit schlägt ein Fall aus England hohe Wellen den sozialen Medien. Es geht um die 45-jährige Nicola Bulley. Vor wenigen Wochen verschwindet sie im englischen Lancashire spurlos, während sie an einem digitalen Meeting teilnimmt. Den Tagesablauf des 27. Januar konnte man inzwischen wie folgt rekonstruieren. Morgens fährt sie ihre 6- und 9-jährigen Töchter mit dem Auto zur Schule. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie die zweifache Mutter ihr Auto belädt. Sie trägt dabei einen dunklen langen Mantel der Marke Engelbert Strauß, Jeans und ein paar Gummistiefel von Next. Danach zieht es sie zu einem Spaziergang mit ihrer Hündin an den Fluss Wye. Gegen 8.50 Uhr trifft sie einen weiteren Spaziergänger, der mit seinem Hund unterwegs ist. Die Tiere spielen kurz miteinander und ein paar Minuten später verschickt Nicola, die als Hypothekenberaterin arbeitet, über ihr Smartphone eine Mail an ihren Chef. Danach versendet sie eine SMS an eine Freundin und bestätigt eine Verabredung mit ihr und ihren Kindern. Um 9.01 Uhr loggt Nicola sich in ein Meeting über Microsoft Teams ein, das sie mit ausgeschalteter Kamera und gemutetem Mikrofon verfolgt. Das ist nicht weiter verwunderlich. Immerhin ist Nicola parallel noch immer mit ihrer Hündin Willow unterwegs. Um 9.10 Uhr wird Nicola von einem weiteren Zeugen beim Spaziergang am Wye gesehen. Das Teams-Meeting endet um 9.30 Uhr, doch Nicola verlässt die Besprechung nicht, sondern bleibt eingeloggt. Um etwa 9.35 Uhr findet ein weiterer Spaziergänger Nicolas Handy. Es liegt mitten auf einer Parkbank, daneben die Hundeleine und das Geschirr der Hündin Willow. Diese läuft zwar frei herum, ist aber ebenfalls in der Nähe. Doch von der zweifachen Mutter ist nichts zu sehen. Nach kurzer Zeit kontaktiert der Spaziergänger schließlich die Polizei. Die Polizei wertet schon bald Nicolas Handydaten aus und kann feststellen, dass sie um etwa 9.20 Uhr an der Parkbank angekommen sein muss. Das bedeutet, dass Nicola in einem Zeitfenster von gerade einmal 10 Minuten verschwunden ist. Zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr muss der 45-Jährigen irgendetwas zugestoßen sein. Nicola hat ihre Spaziergänge regelmäßig mit der App Strava getrackt. Die Software zeichnet Routen von Outdoor-Aktivitäten auf. In Nicolas Aufzeichnung ist zu sehen, dass sie die Route, die sie am 27. Januar gegangen ist, regelmäßig gelaufen ist. Trotzdem geht die Polizei inzwischen davon aus, dass Nicola in den Fluss Wye gefallen sei. Die Wassertemperatur muss am 27. Januar eisig gewesen sein. Immerhin ist Winter. In britischen Medien ist von etwa 5 Grad Celsius Wassertemperatur die Rede. Auch sei das Wasser an der mutmaßlichen Unglücksstelle etwa 4,50 Meter tief. Immer wieder kursiert die Vermutung, Nicola könnte mit ihrem Hund gespielt haben und dabei verunfallt sein. Zum Beispiel, indem sie einen Ball für ihren Hund geworfen hätte, der dann von dem Weg abgekommen sei. Doch Freunde pochen darauf, dass Nicola schon seit über einem Jahr keinerlei Wurfspielzeuge für ihre Hunde mehr benutzt hat. Die zuständige Polizeichefin Sally Riley vermutet, Hündin Willow sei vielleicht der Böschung am Flussufer zu nahe gekommen. Nicola sei dann aufgestanden, um nach ihrer Hündin zu sehen und in das eisige Wasser des Wye gefallen. Die Hündin selbst jedoch kann sich zu keinem Zeitpunkt im Wasser befunden haben, denn als die Polizei vor Ort ist, ist Willows Fell trocken. Auch gibt es keine Zeugen, die den Hund an diesem Tag im Gewässer gesehen haben wollen. Natürlich wird das Gewässer auch akribisch mit modernen Technologien und Tauchern abgesucht. Bisher konnte man Nicola allerdings nicht finden. Auch Kleidungsstücke, ihre Halskette oder ihre Fitbit-Uhr sind bislang nicht aufgetaucht. Einer der Fachmänner, der in der Suche nach der zweifachen Mutter beteiligt ist, sagte gegenüber Sky News, er habe hunderte vergleichbare Fälle bearbeitet. Und im Regelfall würden die Fachkräfte vermisste Personen innerhalb weniger Stunden in Gewässern finden. Unabhängige Experten kritisieren unterdessen die Ermittlungsmethoden der Polizei. So sei zu schnell von einem Unfall ausgegangen worden. Deswegen habe man das Gebiet auch nicht abgesperrt und möglicherweise wichtige Hinweise übersehen oder gar verfälscht. Außerdem seien sowohl das Smartphone als auch das Hundegeschirr so auffällig platziert worden, dass es beinahe so wirke, als hätte jemand unbedingt sicherstellen wollen, dass die Sachen gefunden werden. Laut einer Freundin von Nicola hätte eine Überwachungskamera eigentlich alles Relevante aufnehmen können. Doch sie sei beschädigt gewesen und habe deshalb nicht funktioniert. Nicolas Angehörige glauben ebenfalls nicht an die Unfalltheorie der Polizei. Nicolas Schwester Louise Cunningham schreibt auf Facebook: Nach dem letzten Medienupdate der Polizei würde ich gerne noch hinzufügen, dass es keinerlei Hinweise dafür gibt, dass Nicola in den Fluss gegangen ist. Das ist nur eine Theorie.
Auch Freundinnen und Nikolas Ehemann äußern sich gegenüber den Medien hoffnungsvoll. Die Polizei hat mittlerweile nicht nur Marinetaucher, die Feuerwehr und freiwillige Sucher im Einsatz, sondern greift auch auf die Hilfe von Unterwasserdrohnen und Hubschraubern zurück. Doch bisher leider ohne Erfolg. Am 5. Februar soll die Polizei eine wichtige Zeugin vernommen haben, die sich 10 Tage nach Nikolas Verschwinden bei der Polizei gemeldet habe. Es bleibt zu hoffen, dass die Zeugin neue Angaben machen kann, die der Familie und den Ermittlern Hinweise auf Nikolas Verbleib geben können. Darüber hinaus gab die Polizei bekannt, sich von nun an auf einen Weg entlang des Flusses zu konzentrieren, der durch Felder zur Garstang Road führt. Dementsprechend werden nun auch Fahrrad- und Autofahrer gesucht, die diesen Straßenabschnitt am Morgen des 27. Januar passiert haben. Ein nahegelegener Campingplatz sei bereits ergebnislos überprüft worden. In einem Interview sagt Nikolas Partner Paul, es sind jetzt 10 Tage vergangen, seitdem Nikola vermisst ist, und ich habe hier 2 kleine Mädchen, die ihre Mutter verzweifelt vermissen und sie wiederhaben müssen. Vor allem für die Mädchen, aber auch für mich und alle Freunde und Familienmitglieder von Nikola war das solch eine schwierige Zeit. Genauso wie für das erweiterte Umfeld, und ich möchte allen für ihre Liebe und Unterstützung danken. Ich hoffe sehr, euch bald möglichst positiv zu diesem Fall updaten zu können. Um mögliche Neuigkeiten nicht zu verpassen, abonniert Insolito Crime News und aktiviert die Glocke. In der Zwischenzeit sind meine Gedanken bei der Familie und den Freunden von Nikola und natürlich Nikola selbst. Insbesondere ihren beiden kleinen Töchtern wünsche ich von Herzen, dass ihre Mutter bald zurück nach Hause kehren wird. Wie ihr wisst, etwas Hoffnung gibt es immer.